Okay. Ah, wir haben Materialien gekriegt. Ich denke mal, für die Materialien fange ich an, die ersten Säurefallen zu platzieren. Heroes are entering your dungeon. Ihr kriegt noch einmal die genau die Extraktionsmarkierung. Und ich sollte das Trupp 1 noch zur Hilfe holen. Ja, besser wäre das. So, noch ein Ingenieur und ein Kleriker. Trupp hat einen Stufenaufstieg. Auch sehr toll. Heilungsbonus. Gut. Jetzt müsste ich eigentlich gerade mal gucken, wo ich unbeschäftigte Imps habe. Weil ich habe 1, 2, 3. Die 3 und die 3 sind 6. Ich hätte also 2 Imps, die gerade nichts zu tun hätten eigentlich. Ah, die rennen auch da rum und kümmern sich um die Säcke. Okay. So, ihr geht noch essen. Life. What's the point anyway? War alles gut beisammen. Was gibt's als nächstes? Den Trupp freischalten oder lieber den Schreckensfürst? Ich würde sagen, lieber den Schreckensfürst. Oder zusätzliche Fallen. Nee, Schreckensfürst. So, sind meine beiden Trupps fertig? Jupp. Ich könnte hier eine Pfeilfalle hinbauen. Wenn sie nämlich in den Gang reingehen, werden sie erstmal ordentlich weggetackert. So, die haben leider keine DECs gegeben, keine Forschungspunkte, die beiden Helden. Aber das wird sich ja noch ändern, hoffentlich. Fallen, 2 verschiedene Fallen, nur eine. Gegenstände herstellen, Einheiten ausrüsten. Einheiten beschwören. Ja, kann ich leider bis jetzt nur 4 Stück. Wobei ich könnte hier wenigstens einen Schamanen beschwören. Hier wieder Pilze in Materialien umwandeln. Und den beiden Rattenmenschen mal ordentlich eins auf die Plauze geben. Jetzt, wo ich ja bessere Waffen habe, bin ich auch etwas stärker. Jo. Das merkt man schon ein bisschen, dass wir ein bisschen besser sind. Und das ist wieder ein Feuerhexenmeister. Okay. Jo. Oh. Der hat mir jedoch gerade einen Speer getötet. Macht nichts, du gehst trainieren, du wirst dann halt der Ersatz für den Speer. Und wir haben 50 Gold. Sehr schön, das reicht für Squad 3. Aber es reicht nicht für den Schreckensfürsten. Schade. Ich lasse nämlich die Speere jetzt mal außen vor. Squad. Dieser Squad hier sieht gut aus für noch einen Überfall. Und zwar für einen guten Überfall. Ein Krieger und ein Zauberer Stufe 1. Naja, ich glaube, die Überfälle sind nicht wirklich ganz so gefährlich. Also die Standard-Ressourcenüberfälle meine ich jetzt.
So, weg mit dir. Und das gibt jetzt uns schön viel Materialien, auch um einen neuen Materialhort zu bauen. Eine neue Vorratskammer. Was brauchen wir dann eigentlich noch überhaupt? Brauerei können wir noch gar nicht. Arcanium haben wir, Kerker brauchen wir nicht. Werkstatt haben wir. Oh, wir haben genug für den Schreckensfürsten. Sehr schön. Schreckensfürst kostet Pilze. Dann werden gleich mal zwei Stück angeheuert. Ein Punkt. Nee, ich sammle jetzt die Punkte wieder und schalte mal die Aushebung frei. So gut, wir haben Truppen, die wir allerdings noch trainieren müssen. Erstmal packe ich hier den Schreckensfürsten rein und schicke den Trupp zum Trainieren. Und dann mache ich mir hier unten noch einen neuen Trupp und schicke den auch zum Trainieren. Wer die denn trainieren können? Ja, können sie. Sehr schön. So, von dem Zeug baue ich mir jetzt erstmal eine neue Vorratskammer. Ah, Vorratskammern kann ich auch hier reinbauen. So. Und dann brauche ich noch mehr Fallen. Am besten eine Tierfalle hier hin. So. Nützsäurefalle hier hin. Verringert die Trefferwahrscheinlichkeit der Einheit um 20 Sekunden lang. Okay, die bauen wir hier ganz. Ja, der Kreuzung hin, genau. So, jetzt haben wir alle drei Bodenfallen mal gebaut. Sehr schön. Wo ist eigentlich Baal gerade da? Ist Baal? Gut. Gut, gut. Und ich weiß nicht, ob ich die Küche direkt hier hinbauen sollte und nicht irgendwo... Ja, genau hier oben hin. In der Nähe der Trainingshalle ist es, glaube ich, besser. So, Trupps sind... Du musst noch trainieren. Trupps sind wieder voll, also kann ich sie noch upgraden. Dich kann ich mal schon mal zum Essen schicken wieder. Du holst mir nämlich gleich nochmal Materialien ab. Ich brauche nämlich noch mehr Materialien, um meine Truppen hier abzugraden. So, erstmal. Oh, ich habe gerade welche gekriegt. Sehr, sehr schön. Ja, die Fähigkeit da, die Forschung, ist echt ein bisschen imbar. Frieden und Beute. Vor allem, wenn ich gerade in meinem Dungeon bin und was verwalten tue. So. Ich denke mal, ich grab mich erst einmal dort drüben weiter. Natürlich, nachdem alle erst gegessen haben. Einheit fertig? Warum ist eine Einheit fertig? Ich habe doch keine Einheit im Auftrag gegeben. Nö, hatte ich eigentlich nicht in Auftrag gegeben. Egal, du kannst trainieren gehen. Ihr geht essen, genau. Baal steht hier einfach nur so rum. So, das wollte ich eigentlich. Habe ich aus Versehen zu weit da drüben geklickt. Kann möglich sein. Egal. So, dort kann ich Einheiten einfach verpuffen lassen, wenn es sein muss. Genau hier. Kostet mich zwar 75 Mana, aber was soll's. Heroes are entering your dungeon. Heroes im Dungeon ist nicht so toll. Ach, auf euch setze ich nochmal Extraktor. Aber zieh dich mal ein bisschen zurück, sage ich. Oder zieh dich schneller zurück.
und überlasse das Moschen meinen deinen Jungs. Genau. So. Truppenfreischaltung. Wird einfach so freigeschalten. Ein kostenloses Trupp. Halleluja. Priester. Schreckensfürst kann ich gerade nicht. Ich habe nicht genug Pilze. Auch gut. Okay, als nächstes kommt die, werde ich die Mauerfallen dann wieder freischalten. Runen. Waffentypverbesserung. Ich weiß nicht, die Runen, die... Wir haben ja am Ende der letzten Mission unten Runen gekriegt. Einmal die Aushebung, das war klar, die ist hier. Aber dann gab es da noch eine Rune, die ist gar nicht hier in meinem Dungeon-Index hier. Weil das hier sind Runen, die wir freischalten. Oder ist die irgendwie dauerhaft frei? Das weiß ich eben gerade gar nicht. Na ja, mal sehen. Baal, wo bist du? Baal, da bist du, Baal. Schicken wir dich mal kurz hier rüber. Mal gucken, was da passiert. Der Level 1 Berserker, der kann trainieren gehen. Beziehungsweise der kommt jetzt in ein Squad mit den beiden. Und einem Schreckensfürsten. So. Squad 4, trainieren. Dann brauchen wir jetzt aber auch endlich die zweite Küche. Die da nicht reinpasst. Ah. Die passt nirgendwo rein. Das ist jetzt nicht so toll. Die passt hier hin. Okay, hier kommt eine Küche hin. Auch gut, direkt neben den Eingang zur Außenwelt. Der Trupp trainiert fleißig auf Level 2. Gut. Jetzt geht ihr mal essen. Währenddessen kriegt ihr mit gerade den letzten Materialien, die ich noch habe, Upgrades. So. Und dann sind wir eigentlich fertig, bereit in die Pyramide einzudringen. Jo. Fallen bräuchte ich halt noch ein paar mehr, um mich besser zu schützen. Und vor allem die Gegner aufzuhalten. Das nervt mich jetzt ein bisschen mit dem... mit der Küche da oben. Aber gut, fürs nächste Mal passe ich besser auf. Ich dachte, die Küche wäre etwas schmäler, aber die Küche ist ein riesiges Gebäude. Ein riesiger Raum. Sind alle vier Truppen hier oben? Nö, Trupp 2 und Trupp. Die beiden Truppen sind hier unten noch. So, jetzt spare ich mir die Forschungspunkte noch auf die Wand fallen und dann kann ich peu à peu den Rest freischalten, so wie das letzte Gefecht. Das ist nämlich ganz nice, wenn einer meiner Panzertruppen, also zum Beispiel der Schreckensfürst, ich glaube, das kann man sogar hier irgendwo ansehen. Ja, also der Schreckensfürst ist auf jeden Fall eine Panzertruppe, so viel Rüstung wie der hat. Also ja, wenn solche Truppen unter 20 Lebenspunkte sinken, dann sind sie für 5 Sekunden schadensimmun eigentlich. Könnte man fast schon sagen. So, will ich mich jetzt um kostenlose Einheiten kümmern?